Liebe Leute, wir spielen Elex 2 auf Twitch vor vielen, vielen Zuschauern. Einen Tag vor Release des Spieles zeichnen wir das auf für meinen YouTube-Kanal. Liebe Grüße an alle, die dabei sind, ob live oder nachher. Elex 2, ihr seid bei WB, bei Writing Bull. Normalerweise zeige ich Strategiespiele. Rundenstrategiespiele, Civilization, Aufbauspiele, Citybuilder, aber Elex, die ganze Rollenspielreihe von Piranha Bytes, von dem Ruhrpott-Entwicklungsstudio für Rollenspieler in Deutschland. Das hat mich einfach, deren Arbeit hat einfach seit Jahren geprägt, meine Sicht, wie ich Rollenspiele wahrnehme. Gothic, die ganze Gothic-Reihe, Risen, der erste Elex-Teil und so weiter. Ich bin oft mit ihnen in Kontakt gewesen, habe die besucht. Die waren bei mir zu Besuch wiederum auf Twitch. Man hat sich gesehen und Kontakt ist nie abgerissen. Und deshalb ist es mir eine große Freude, Elex 2 zu zeigen als Videoreihe auf YouTube und live jetzt hier. Bei der Gelegenheit ist mir echt ein Fest und freue ich mich total drauf. Ich werde ganz oft gefragt, ob man Elex 1 gespielt haben muss, um Elex 2 zu verstehen. Nein, also es ist nicht schlecht, wenn man es gemacht hat, wenn man dann alle Anspielungen versteht, so kleine versteckte Dinge, die es irgendwo im Spiel gibt. Aber es gibt ständig Rückblenden auf den ersten Teil, es werden Verknüpfungen hergestellt, die Figuren werden nochmal erklärt, muss man nicht. Es ist schön, wenn man es gespielt hat, aber es ist keine Notwendigkeit. Spiel kommt raus am 1. März für den Windows-PC, für diverse Konsolen, PlayStation 4, Xbox One und so weiter und so fort. Es gibt eine normale Verkaufsversion hier drunter auf YouTube und im Chat bitte mal posten. Da ist ein oder mehrere Links drauf, wo man das Spiel kaufen kann. Wenn ihr möchtet, klickt gerne drauf und schaut euch das mal an, ob ihr euch das holen möchtet. Es gibt auch eine Collector's Edition, die gibt es im THQ Shop beispielsweise, in deren Merch Shop. Link darauf hier auch drunter und gibt es auch bei den üblichen Händlern. Überall halt. Und es gibt eine ganze Menge Merch dazu. Es ist halt ein Kultspiel, sowas wie diesen Hoodie hier oder ich habe es eben auf Twitch mal kurz in die Kamera gehalten, wie dieses Monster-Teil hier, ein Jetpack-Rucksack. 500 Stück limitiert, ich habe einen abgegriffen. Und in der Collector's Edition ist auch vieles cooles Zeug drin, zum Beispiel ein Alp. Ein kleiner Alp, der mit einem selber mitkämpft und mitmacht. Link auf den Merch-Shop, im Chat wird er gepostet und auf YouTube packe ich in die Textbeschreibung. Da ist auch ein Gutscheincode dabei, über den man ein bisschen billiger einkaufen kann. Wenn man das erste Mal Kunde ist, ist da drunter alles erklärt. Jetzt wollen wir loslegen. Jetzt starten wir mit Elex 2. Wünsche euch viel Vergnügen. In der Ecke steht das Wörtchen Werbevideo, weil ein Teil der Streams unter Videos dabei entstehen, nicht alle. Finanziell unterstützt werden vom Publisher von THQ Nordic, keine Selbstverständlichkeit. Danke dafür, hilft mir immer wieder so kleinere Aufträge zwischendurch, um hier als Profi-Streamer und Videomacher auftreten zu können. Hab ja meinen alten Beruf aufgegeben, um nur das zu machen. Ist sehr hilfreich, aber ist wie immer nichts, was ich erwarte, um ein schönes Spiel auch zu zeigen. Und ich hätte es auch so gezeigt. Bleibt unter uns, Leute. Ja? Kleines Geschäftsgeheimnis, bleibt unter uns. Einmal reingehen und ich habe mich selber schon ein bisschen eingespielt. Ich hatte es schon mal gezeigt mit Björn und mit Jenny Pankra zusammen mit den Entwicklern im Dezember damals angespielt. Wir spielen nochmal von Beginn an. Es sind auch neue Leute dabei. Wir legen einfach mal los. Im Chat auf Twitch bitte unbedingt Bescheid sagen zwischendurch, wenn die Musik zu leise, zu laut ist. Wenn die Filme abgespielt werden, während die Filme abgespielt werden, kann ich nicht regeln. Davor aber danach schon, falls sich etwas zu leise erscheint, einfach mal kurz die Boxen auftreten, drehen, bis ich da wieder drauf eingehen kann, auf euer Feedback. Wir spielen auf normal, 5 Schwierigkeitsgrade, Story, da sind die Kämpfe super leicht. Da geht es mir darum, halt die Story zu erleben. Wir spielen auf normal, ich mache keinen E-Sport. Ich bin auch so jemand, der liebt es einfach, in der Gegend rumzulaufen, die Open World zu genießen, das Näschen in den Wind zu halten. Also, das reicht mir völlig aus. Viel Spaß! Der Planet Magallan. Unsere Heimat. 166 Jahre nach dem Meteoriteneinschlag, der fast alles in Schutt und Asche legte, beginnt ein neues Zeitalter. Der Krieg der freien Menschen gegen die Alps wurde beendet. Der Hybrid verlor die Macht über seine Armeen und stellte seine Funktion ein. Einsicht und Ruhe kehrte ein bei den Alps. Das Elex wurde wieder freigegeben und verteilte sich erneut über die gesamte Hemisphäre unterhalb des Eispalastes der Alps. Doch Menschen vergessen schnell. Jede größere Gemeinschaft beanspruchte den Sieg für sich selbst und kümmerte sich nur noch um ihre eigenen Angelegenheiten.
Nur wenige erinnern sich noch genau an diese dunkle Zeit oder an Jax, die Bestie von Xakor. Mein Name und meine Taten schwanden im Schleier der Mythen und Legenden. Viele Jahre nach dem Krieg gegen die Alps beherrschen Rangeleien und territoriale Unstimmigkeiten den Alltag der Menschen. Auch wenn da immer noch die Ungewissheit über den seltsamen Himmelskörper ist, den der Hybrid vor seiner Bezwingung hervorrief. Ich weiß, der unbekannte Feind wird kommen. Die Wissenden werden unser Leben, wie wir es kennen, grundlegend verändern. All meine Bemühungen, die Menschen auf diese nahende Gefahr vorzubereiten, waren vergeblich. Menschen vergessen schnell. Eine unbekannte, diffuse Bedrohung, die den Himmel beherrscht, gehörte bald für jedermann zum gewohnten Bild. Ohne es zu hinterfragen. Bis heute. Verdammt, ich muss hier weg, bevor mich diese Kreaturen erledigen. Wie immer, bei den Spielen von Piranha Bytes beginnt es mit einem Helden, der von ganz klein auf anfängt. Ohne große Fähigkeiten, ohne Skills, spartanische Ausrüstung. Und Prinzip ist auch so, wie man es kennt von früheren Spielen. Die haben ihr Erfolgsrezept jetzt nicht anders aufbereitet. Das heißt, wir haben eine große Spielwelt, in der es Quests gibt, die alles miteinander verzahnen. Nichts ist hier irgendwie automatisch generiert in der Landschaft, weder Quests noch Figuren, noch Gegenstände, noch Monster. Alles ist manuell platziert. Spiel ist komplett auf Deutsch vertont, finde ich auch sehr schön. Und wir erleben halt jetzt, wie aus unserem kleinen Helden ein großer Held wird. Es geht erstmal um Überleben, Tränke zu finden, Monster zu killen, XP zu bekommen, bessere Ausrüstung zu bekommen. Und allmählich entfaltet sich dann die Geschichte und unser Abenteuer. Wir legen gleich mal los, laufen ein bisschen rum. Ich frage mich gerade, ob ich ein Stückchen weiter nach links sitzen sollte. Ich glaube, das wäre besser. Ich kann mich auch ganz nach links setzen. Ich glaube, das ist besser. Wir laufen mal weiter. Und ich habe das Tutorial eingeschaltet. Bewegen kann man sich auf die übliche Weise. Achso, wir gucken mal ganz zu Beginn, ob da möglicherweise noch irgendetwas liegt, was man looten kann.
Wenn es Zeug zu looten gibt, immer mitnehmen. Meinem Haus gelandet. Meine Ausrüstung kann... So, wir können rohes Fleisch. Hier im Tutorial wird es erklärt, wie man das halt macht. Kann ich wohl vergessen. Mal braten. Ich glaube, da war sogar noch mehr, ne? Ein Heiltrank, immer hilfreich. Noch einer. Speere. Zu gefährlich hier. Ich muss verschwinden, bevor sie mich doch noch erwischen. Ja, ich beeil mich. Einmal braten ist auf jeden Fall gut, weil das Zeug dann mehr Trefferpunkte gibt. So, wir rennen raus und schauen mal, was wir alles hier noch erleben. Ich wünsche euch viel Vergnügen bei unserem allerersten Elex2-Stream auf Twitch und auf dem bei den Videos, die dann dabei auch für YouTube entstehen. Ich hoffe, ich übersehe nichts. Heilpflanzen auf dem Boden. Was haben wir eigentlich für Waffen? Brauchen wir sofort? Mittlere Maustaste, das ist die ganze Waffe. Das ist ja völlig kläglich, damit soll ich spielen. Da kommt schon das Monster. So, also wir haben ein Ausweichen für die, die es noch nie gespielt haben. Rechts unten seht ihr so ein Ausdauerbalken, das ist der gelbe. Durch Angriffe oder viele andere Aktionen, auch durch Rennen, wird er allmählich kleiner. Und danach kann man halt keine Aktion mehr durchführen. Bei den Kreaturen, auf die wir treffen, ist es sogar so, wenn der gelbe Balken komplett alle ist, dann können die sogar, dann fallen die für einen Moment um. Und dann hat man vielleicht eine gute Gelegenheit, einmal zuzuschlagen. Das war nicht so schwer und wie man ausweichen kann, zeige ich euch auch mal ganz kurz mit WASD. Für die, die es noch nie gespielt haben, bitte die anderen nicht motzen. So kann man in alle möglichen Richtungen so Ausweichrollen machen beispielsweise. Mit der mittleren Maustaste Waffe zücken, Waffe wieder wegnehmen, Dinge aufheben mit links und so weiter. Später wird es noch ein bisschen komplizierter. Danke an Konkrachto und an Atlan für eure Abos auf Twitch. Atlan ist 23. Aloha, Havok, danke fürs Verschenken an Rentrager. Danke an Konkrachto fürs 9. Ich weiß, dass es manche Leute, die das Spiel, die diese Spielerei total nervös macht, wenn man auch für Einsteiger, für Noobs irgendwas erklärt, aber das mache ich gern. Da müssen die anderen leider tapfer sein oder total entsetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber mache ich auch bei anderen Spielen, die weitaus komplizierter sind, dass ich versuche, immer alle mitzunehmen. Da müsst ihr hier leider auch durch. Oder halt nicht. Wir füllen allmählich unser Inventar. Wir können raus tappen. Ich tappe mal raus. Und dann seht ihr ganz oben eine ganze Reihe von Listen. Danke an Greos fürs 8. Hi. Oben sind diese ganzen Sachen hier. Das schauen wir uns nachher im Detail an, wie das funktioniert mit XP, wie man die, wo man die investiert. Faustregel, es gibt 5 Werte, die verschiedene andere verschachtelt an weiter boosten und da kann man diese Punkte ausgeben, die man bei einem Stufenaufstieg bekommt. Rechts oben seht ihr die XP-Leiste, die füllt sich, ist der Balken voll, bekommt man halt neue Attributspunkte, die kann man hier ausgeben. Und die benötigten XPs werden im Laufe der Zeit für den nächsten Stufenschritt natürlich immer mehr. Und ihr seht ja auch, welche Boni es gibt, wenn man zum Beispiel mehr Stärke hat, was dann passiert. Oder bei Konstitutionen, was dann hier mehr passiert und so weiter. Was ganz anderes sind die Fähigkeiten. Da gibt man Lernpunkte aus. Da braucht man auch einen Lehrer. Schauen wir uns später an. Das ist Inventar. Da können wir gucken, ob wir schon mal irgendwas uns nehmen können und uns ausrüsten können. Danke an Katarax. Katarix, moin moin. Danke fürs 24. Und wir haben im Augenblick halt, ja, das Bleirohr, mit dem wir zuschlagen. Mehr ist noch nicht da. Wir können schon mal Sachen in Quick-Slot-Leisten nehmen. Zum Beispiel, falls wir zwischendurch uns schnell heilen müssen. Ich drücke mal auf die F-Taste, unten rechts ist es auch erklärt. Und weise das mal auf die 8 zu, hier hin. Dann gehen wir mal, und wenn ich dann später geheilt werden möchte, drücke ich im Spiel einmal kurz auf Quick-Slot, also auf hier drauf. Da kann man sich das auch angucken mit Q wie Quickslot oder kann halt direkt, wenn ich auf 1 klicke, das Bleirohr schwingen oder wenn ich auf die 8 klicken würde, würden wir einmal Rattenfleisch futtern und hätten mehr Trefferpunkte. Mache ich jetzt nicht, weil wir sind ja ganz fit. Was im Spiel nicht gibt, es gibt es bei vielen anderen Rollenspielen,
Das sind so, dass man automatisch ausheilt. Das gibt es hier nicht. Also man muss zum Heilen tatsächlich Tränke zu sich nehmen oder schlafen. Das geht auch. Fleisch futtern, irgendwas in der Art. Im Chat wird gefragt, ob man rauszoomen kann. Leider nicht. Das finde ich persönlich auch ein bisschen schade. Da hätte ich mir gewünscht, dass man mehr rauszoomen könnte. Für eine bessere Übersicht gibt es leider nicht. Nichts wie weg hier. Schon wieder ein Monster. Das holen wir uns aber. Mit unserem kläglichen kleinen Bleirohr. Vorher nehmen wir noch alles andere mit, was es gibt. Pfeil aber kein Bogen. Vielen Dank für nichts, Spiel. Einmal ausgewichen und geschafft. Wenn man ein Tier erlegt hat, kann man das plündern. Wenn man später kann man sich hochskillen, dass man mehr Knochen oder Zähne erbeutet. Kostet allerdings dann entsprechend auch Punkte, die man dafür ausgeben muss. Das Zeug kann man verkaufen, da bekommt man die Ingame-Währung, das Elixit. Das braucht man zum Beispiel auch, um bei Lehrern aufzutreten. Oh, das habe ich mir verklickt. Es kommt davon, wenn man gleichzeitig in mehrere Ecken guckt. XP bekommen, anfangs nur kläglich, später mehr. Die Monster, die es im Spiel gibt, die skillen nicht mit einem mit. Das ist ja bei vielen dieser Rollenspiele so, dass man, wenn man selber stärker wird, auch die Monster stärker werden. Das gibt es ja in der Regel nicht. In der Regel. Und hier ist es vielmehr so, dass in der großen Karte, ich sage euch mal die Map, Achtung, Map mit M, M wie Map aufrufbar und die ist richtig, richtig groß und hier kann man zoomen. Die beinhaltet Teile der alten Karte von Elex 1, Teile der alten Karte gibt es hier nicht mehr und es gibt ein paar neue Regionen, die hinzugefügt worden sind. Und auf der Map gibt es, also ihr seht ja die Größe der Map und die Tiere, also in bestimmten Regionen sind starke Bestien, in manchen sehr starke, in anderen extrem große. Und anfangs, man muss immer so gucken, wer ist wo und wie komme ich so, wo kann ich langlaufen, damit ich dann so heil über die Runden komme, XP sammle und so weiter. Was immer ein großes Vergnügen ist, sich an Monster schon mal rantrauen, die man eigentlich nicht schafft und die dann doch zu schaffen, das macht immer besonders viel Spaß. Es gibt ein paar coole Dinge hier, schaut mal. Das ist eine Neuerung im Vergleich zum ersten Teil. Man kann sich selber nach Belieben Marker setzen. Wenn ich zum Beispiel denke, das hier ist ein wichtiger Punkt, dann bleibe ich da mit der linken Maustaste, setze mit F einen Marker, habe eine Auswahl von Symbolen, kann dann hier auf irgendwas draufklicken und dann habe ich mir das in der Karte markiert und kann später darauf zurückkehren. So kann man sich zum Beispiel Abenteuer oder Monster oder Belohnungen merken, für die man im Augenblick noch zu schwach ist, die man dann aber später finden kann. Und das finde ich cool. Das gefällt mir. Das ist so eine elegante Lösung, dass man sich nicht alles irgendwie merken muss. Was kann man hier sonst noch alles mitnehmen? Man kann manuell speichern. Matze fragt es im Chat. Man kann jederzeit mit F5 oder F6. Ich glaube mit F5. Ich drücke mal F5. Ja, seht ihr rechts, da ist so ein Speichersymbol. Mit F5 lädt man, mit F9 kann man einen Schnellladestand sich holen. Laufen einmal raus und weiter. So. Hinten aber gleich einen coolen Ausblick. Und es gibt halt die unterschiedlichsten Klimazonen hier auf der Karte. Das ist und Schneestürme, Wüstengegenden und anderes. Noch mehr von den Viechern. Ich sollte besser versuchen, an ihnen vorbeizuschleichen. Und seht ihr, was ganz im Hintergrund ist? Was hier auf dem Schalter auch drauf ist, das ist Elex, aber ein neues Elex. Im ersten Teil gab es ja das blaue Elex, das die Alps benutzt haben, im Übermaß, um sich zu stärken und das einen selber auch gebufft hat. Und jetzt im zweiten Teil gibt es eine neue Art von Elex, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Das ist dieses Violett, ist das Violett? Ich glaube, das ist irgendwas, dieses bösfarbige Elex. Welche Bedeutung das hat, das schauen wir uns später an. Gleich zwei. Bevor wir uns an die rantrauen, gucke ich mal, ob man vielleicht woanders noch ein bisschen ausweichen oder Beute sich holen kann. Pink meint ihr? Das sei pink? Ganz schnell, Feedback. Matze hat behauptet, das sei pink. Welche Farbe ist das? Schreibt mal in den Chat rein. Lila, Violett, Pink. Was ist das? Schreibt mal ganz schnell rein, was ihr glaubt, was es für eine Farbe ist.
Und ich schaue mal, ob wir hier noch irgendwas bekommen. Es gibt immer ganz viele kleine Verstecke überall. Lila Violett, die Twitch-Farbe. Lila Violett, Elixitisch. Kein Pink, Lavendel. Für Violett fehlt das Blau, Violett, Lila, Twitch, Lila, Magenta. Also Magenta, nie und nimmer. Purpur sei das. Fachsimpelt Tobai, ob es da einen Unterschied gäbe. Und wenn wir zwischendurch der Meinung sind, ach komm, wir sind fix und alle. Was machen wir dann? Einfach ein Päuschen. Einfach hinsetzen. Sonne auf den Pelz brennen lassen. Durch die Gegend gucken. Einfach so. Und dann mal irgendwann meinen, ach komm, wir machen weiter. Dann geht's weiter. Und noch mehr einsammeln. Lecker Knoblauch. Brot. Lecker Knoblauch, Brot. So, mal gucken, was wir sonst noch alles erbeuten. Guten Abend an alle, die ein bisschen später reinkommen. Kann man sich hier holen. Oh, da ist noch ein Heiltrank. Beinahe übersehen. Oh, da ist ja noch einer. Guck mal. Kommen wir da hin? Kann ich da rüber springen? Ja, dann bin ich mal tot. Da will ich noch hin. Da müssen wir noch unbedingt hin. Alles zu Ende looten, bitte. Komm mal hier rechts durch. Ja. Oh, sollen wir da hin mal springen? Springen? Mit Shift und Leertaste, glaube ich. Komm, wir versuchen es mal. Ja, ich bin so sportlich. Zumindest bei Computerspielen. Ansonsten nicht unbedingt. Hm, kippen. Kippen kann man verkaufen. Ein Auto. Noch ein Auto. Ein Heiltrank. Noch mehr Kippen. Und das war's jetzt aber wirklich. Kann man denn noch mehr holen? Nee, ne? Das war's aber wirklich. Einmal. Oh, da war noch was. Ein Trank des Scharfschützen. Ei. Jetzt will ich mich aber auch nicht hier irgendwie, wenn ich runterstürze, gleich verletzen. Wie komme ich denn hier am simpelsten runter? Soll ich es mal wagen? Ich glaube, hier oben potenziell, oder? Ja, elegant. Hat funktioniert. Alles gut. Sollten wir hochlaufen und Monster gucken? Ein Übergang. Was gibt's hier? Rechts oben auf der Radarkarte, wenn es da rot aufpiept oder blinkt, dann sind da irgendwelche anderen Monster. Kann man schon mal gucken, ob es gefährlich wird. In der Ecke. Immer looten, alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Kann man alles irgendwann mal gebrauchen. Magalan heißt die Welt hier. Noch ein beschädigtes Bleirohr. Man kann übrigens mehrere beschädigte Waffen desselben Typs, zum Beispiel drei Bleirohre, zusammenfügen und kann, wenn man das kann und wenn man an der entsprechenden Werkbank steht, daraus ein besseres Bleirohr machen. Das Prinzip gilt für alle anderen Waffen auch. Ich glaube, hier kommen wir nicht weiter, ne? Ich sehe nichts mehr. Wo bin ich denn hier? Hört ihr das? Wo sind wir hier? Wo bin ich gelandet? Da eben war noch ein Monster. Kann ich den aus dem Weg gehen?
Langsam. Du wurdest gebissen und hast dich davon noch nicht wieder ganz erholt. Ich hoffe, der hilft mir. Deine Kampfkraft ist noch nicht ganz wiederhergestellt. Vielleicht solltest du noch ein paar Tage keine schwereren Dinge in Angriff nehmen. Wer bist du? Nenn mich einfach Adam. Sagen wir, ich bin ein Freund, der zur rechten Zeit am rechten Ort war, um sich um dich zu kümmern. Mehr musst du im Moment nicht über mich wissen. Übrigens, bei der Gelegenheit habe ich noch gar nicht erwähnt, je nachdem, welche Entscheidung man im Spiel trifft, gibt es auch unterschiedliche Enden zu erleben. Das heißt, wenn wir zum Beispiel mehr auf Zerstörung gehen oder weniger auf Zerstörung, wenn wir mit der einen Fraktion uns anschließen und uns die andere mit der anderen schlecht auftreten oder wie auch immer, können ganz unterschiedliche Enden am Schluss abgespielt werden. Und es gibt noch eine Besonderheit im Gegensatz zu allen anderen Spielen, die Piranha Bytes vorher hatte. Es gibt die Möglichkeit, das Spiel zu beenden ohne sich einer der großen Fraktionen anzuschließen. Drei Lager, drei Fraktionen gab es bei Elex 1, jetzt gibt es in Summe 6 hier. Und die sechste, da können wir halt mitmachen, das ist eigentlich gar nicht so eine richtige Fraktion. Und wir können im Prinzip, ohne uns einer der großen anzuschließen, bis zum Ende durchkommen, müssen dann allerdings auf die Super Deluxe Rüstung, Waffen und so weiter verzichten. Was genau ist eigentlich passiert? Du hast es doch selbst gesehen. Eindringlinge sind gekommen. Sie erobern unsere Welt und haben begonnen, sie umzuformen. Terraforming einer fremden Spezies? Einer sehr feindlichen und gefährlichen Spezies. Sie sind also nicht nur hier in Caracas. Diese großen Farmer sind überall erschienen und bedrohen seitdem unseren Lebensraum. Unklar, was sie genau vorhaben. Bisher beschränken sie sich auf das Infizieren, Töten oder Zerstören. Ganz liebe Grüße an die Leute, die Pizmeets rübergebracht haben. Sepp hatte, glaube ich, eben gestreamt. Nee, Jay war es, ne? Jay, du hattest gestreamt. Ich hatte auch mal reingeguckt. Liebe Grüße an alle, die hier reingekommen sind. Ich hoffe, ihr habt Vergnügen hier beim gemeinsamen Spielen und Zugucken. Irgendetwas stimmt nicht mit mir. Ich fühle mich so schwach. Ja, eine dieser Kreaturen hat dich gebissen und mit irgendeiner Art von Seuche infiziert. Was, eine Seuche? Es ist noch unklar, wie es genau funktioniert, aber es gehört offensichtlich zum Pharma-Programm der Eindringlinge. Es wird nicht lange dauern, bis sie ganz Magalan mit ihren Kreaturen und ihrer Flora überzogen haben. Na, großartig. Ich schätze, du hattest bisher großes Glück. Besser, du gehst ihnen erst einmal aus dem Weg. Jeder andere direkte Kontakt endete bisher tödlich. Wo sind meine Sachen? Wenn du von deiner Ausrüstung aus der Hütte da oben auf dem Hügel redest, die kannst du jetzt wohl vergessen. Alles, was ich retten konnte, trägst du bereits bei dir. Wie lange war ich bewusstlos? Einige Tage. Du hattest schwere Verletzungen. Ich habe versucht, deine Wunden so gut es ging zu versorgen. Einige Tage? Nein. Mein Sohn. Herzliche Bitte an alle, die schon wissen, wie es weitergeht. Nicht den anderen spoilern, bitte. Sei vorsichtig. Dex! Verdammt, mein Sohn ist irgendwo da draußen. Ich muss ihn finden. Nun, dann ist es vielleicht besser, wenn du das erstmal erledigst. Neue Mission, erste Mission. In welcher Reihenfolge wir die abklappern gleich, das obliegt ganz uns selber. Das können wir machen, wie wir wollen. Und ihr habt eben schon gesehen, erstmals Kinder.
nicht nur so als Beiwerk irgendwo, sondern auch als richtige Handlungsfiguren in einem Spiel von den Piranha Bytes. Das ist unser kleiner Sohnemann, den werden wir sicher gleich auch suchen gehen. Warum hilfst du mir? Wir haben einen neuen Feind. Er greift ganz offen an, doch niemand scheint Notiz davon zu nehmen. Die Kleinkriege der Menschen untereinander machen sie leider blind für die wahre Bedrohung. Und da kommst du ins Spiel. Du bist zwar heute ein Außenseiter für sie, Jax, aber du bist immer noch ein cleverer, starker Mann, der Dinge in Bewegung bringen kann. Du weißt, wer ich bin? Nicht alle haben dich vergessen, auch wenn du die letzten Jahre kaum in Erscheinung getreten bist. Ich brauche dich. Ich habe da ein größeres Projekt, das ich vorantreiben will. Ich nenne es die sechste Macht. Magalan braucht eine unabhängige Gemeinschaft, die den Feind aufhalten muss. Komm zu mir in die Bastion unweit im Norden von hier. Da werde ich es dir zeigen. Vergiss es, ich habe schon vor vielen Jahren aufgegeben, zu versuchen, die Menschen auf diese Bedrohung vorzubereiten. Jetzt steht die totale Vernichtung unseres Planeten unmittelbar bevor und trotzdem haben die Menschen nur ihren eigenen kleinen Scheiß im Blick. Für so etwas habe ich keine Zeit, ich habe andere Verpflichtungen. Schon gut. Dann kümmere dich erst einmal um deine Angelegenheiten. Wir können später noch darüber reden. Das Weltenherz unweit im Norden von hier. Steht das noch? Soviel ich weiß, schon. Es wird von einigen Berserkern bewacht. Warum fragst du? Mein Sohn ist bei ihnen. Nun, dann solltest du dich beeilen. Es wird hier nicht mehr lange so friedlich bleiben. Wie auch immer, du weißt ja, wo du mich findest. Und wie ich sehe, brauchst du noch ein Jetpack, um dich schneller fortzubewegen. Hier, ich habe noch eins für dich. Das ist schön. Wie gesagt, komme zur Bastion, wenn du soweit bist. Wir haben viel zu tun. Ich werde dort auf dich warten. Das ist fein. AWS können wir fliegen oder zumindest schweben. Das richtige Fliegen, das lernen wir später. Auch eine Besonderheit. Der Sprung von Elex 1 zu Elex 2, dass wir das Jetpack nicht nur benutzen können für Hopsa und um immer uns nach oben zu bewegen und wieder runterfallen zu lassen, sondern können auch schnurstracks fliegen und können riesige Entfernungen fliegen. Allerdings müssen wir dafür auch im Laufe der Zeit erst die nötigen Skills bekommen und Ausrüstungsgegenstände auch bekommen. Vier große Kapitel gibt es in der Handlung von Elex 2. Das war der Prolog. Jetzt beginnt das erste richtige Kapitel. Ich wünsche euch dabei viel Vergnügen. Und mir geht es wirklich nicht besonders. Er ist halt infiziert. Doch traue ich dem Urteil des alten Mannes nicht. Ich sollte mich bei den Berserkern nach einem Heiler umsehen. Dieser alte Mann eben hat uns gekannt. Kommt er uns bekannt vor? Bitte nicht spoilern. Das wird gleich alles noch aufgedeckt. Jetzt nutzen wir das erste Mal unser Jetpack. Aber natürlich nicht innen drin. Erstmal looten wir und gucken, ob es innen drin irgendetwas gibt, was wir mitnehmen wollen. Loot gibt's da immer und überall. Oh, ein Schlafsack. Das machen wir gleich mal. Da ist was. Vielleicht ist in der Truhe auch was drin, aber leider gar nichts. Und das finde ich auch ganz nützlich, die Funktion, die ich eben schon mal gezeigt hatte. Wir schauen mal in der Minimap nach, markieren uns, dass wir hier an der Stelle schlafen könnten. Setz da mal einen Marker unter ein Bettchen, dann weiß ich, hier kann ich zurück. Das ist deshalb wichtig, weil man beim Schlafen halt heilt. Und wenn man ein bisschen geizig ist mit den Heiltränken, den Heilpflanzen, der Nahrung und ich bin der pure Geiz bei sowas, dann renne ich lieber zu irgendeinem Bettchen und mache da ein kleines Nickerchen und bin danach wieder topfit. Einmal hier raus und jetzt testen wir mal das Jetpack. Verbraucht werden kann das nicht. Mit F5 einmal abspeichern. Jetzt schaue ich mal, ob ich mit Jetpack, sagen mal, da oben aufs Dach drauf komme. Ja, ein Kinderspiel. Das war ein Klacks. Und wir können das Jetpack halt auch benutzen, um sanft irgendwo runter zu fliegen und können stückchenweise in die riesige Türme damit sogar erklimmen. Und noch eine Truhe. Treibstoff, ganz wichtig. Treibstoffvorrat kann man für das Jetpack vergrößern an einer Treibhaus, an einer Jetpackbank. Die lernen wir nachher in einem Stützpunkt kennen. Und dann braucht man auch noch weiteres Zeugs. Und damit man das nutzen kann, ich glaube, Elixid zum Beispiel, noch die Ingame-Währung quasi unter andere Geschichten.
das hier im Chat wird immer wieder gefragt, das ist die Release-Version, ist das? Der Day-One-Patch ist es nicht, das geht ja nicht. Wir machen das hier einen Tag vor Release, das kann nicht der Day-One-Patch sein, aber es ist die Release-Version selber, ja. Schauen mal, ob wir da oben aufs Dach drauf kommen. Hier gibt es aber nichts. Kommen wir auf den Turm drauf? Sollen wir das mal versuchen? In der Hoffnung, dass es auf dem Turm noch mehr Loot gibt. Ich teste das mal. Sanft landen. Oh, sanft landen. So viel zum Thema sanft landen. Das erste Mal. Schon hat es nicht perfekt geklappt. Nochmal ein Pfeilchen bitte. Bier ist ganz wichtig. Ohne Bier kein Rollenspiel. Und jetzt gucken wir mal, ob wir da irgendwie drauf kommen mit Trick 17. Mit so, ja, vielleicht könnte es klappen. Einmal abspeichern. Jetzt bin ich sehr gespannt. Mal gucken, ob wir das schaffen, da oben drauf zu kommen. Vielleicht über hier drüber. Da oben drauf. Das ist ja dann Klacks, das kriegen wir hin. Da ist schon der erste Vorsprung. Kommen wir bis dahin? Ich denke ja. Einmal rüber mit Anlauf. Mit Anlauf und mit Schmackes, bitte. Ja, und was gibt's innen drin? Oh, Tränke, alles mit. Es muss alles mit, nichts bleibt zurück. Jetzt die Frage, ob wir hier ganz raufkommen. Oh, lala. Eieiei. Wir können es mal probieren, aber ich ahne Schlimmes. Kommen wir innen drin vielleicht von einem Streben zum anderen weiter? Ja, über die Rohre. Und dann wieder raus? Ist das machbar? Aber dann müssen wir wieder raus. Nee, da kommt man nicht durch. Ich versuch's mal von außen. Wir versuchen es mal. Wir speichern einmal ab und versuchen, ob wir hier rauf ob wir uns hier raufschweben können. Ja, es hat geklappt. Habt ihr gehört, da war so ein Warnhinweis. Wenn wir das nicht gepackt hätten, wären wir verdammt tief gestürzt und hätten unseren Sprung nicht mehr abfedern können. Knappe Geschichte. Gute Idee von Gummibärchen im Chat. Liebe Chatmods, möchtet ihr mal eine Kanalpunktevorhersage machen? Wie viele oder wann? Wann ich das erste Mal ein Todtier sterbe? Ihr kriegt ja mit, ich bin ein bisschen abenteuerlustig. Vielleicht, jetzt haben wir 20.15 Uhr, vor oder nach 20.30 Uhr wäre eine Möglichkeit. Könnt ihr das mal machen? Ich hoffe, ich sterbe nicht, bevor die Umfrage läuft. Vor oder nach 20.30 Uhr? Jetzt schon? Sag mal, kommen wir hier nicht weiter? Kommen wir da hoch? Versuch macht klug oder tot. Wir versuchen es nochmal. In 2 Minuten. In 30 Minuten. Bitte eine Knallpunktevorhersage. Noch nicht, Leute. Ich werde unterschätzt. Alles mitnehmen. Und eine Karte. Ein Stück Kärtchen, das mit dem wir noch nichts anfangen können. Kartenstück 0 sowieso bekommen. Schrott, wichtige Ressource, zum Beispiel für die Outlaws oder für die Morcons? Ich glaube, für die Morcons ist das eine sehr wichtige Ressource, eine der neuen Fraktionen hier. Aber das war's. Weiter komme ich hier wirklich nicht. Mehr gibt's hier nicht zu entdecken, ne? Immerhin. Dass da oben noch was gibt, glaube ich nicht. Jetzt muss ich mich noch runterstürzen. Wo wollen wir uns runterstürzen? Da oben links hin. Vielleicht kommen wir da bis dahin rüber. Schaffen wir das? Versuch, macht klug oder tot. Keine Knapppunkte, Vorhersage. Na dann muss ich es mal selber probieren. Einmal abspeichern, einmal rüber. Aber geschafft, ich lebe noch. Es war knapp. Mit Anlauf hätte es besser geklappt.
Also, ich ignoriere sämtliche Quests gerade, ihr bekommt's mit. Einmal oben rauf. Wo sind wir denn hier? Und vor allem, ich habe noch keine Waffe und kein Nichts, Leute. Lohnt. Ein schöner Ausblick. Dafür lohnt es sich doch, mit dem Leben zu spielen, oder? Hier unten sind wir gestartet. Von da sind wir gekommen. Da haben uns die Monster eben gejagt. Viele Häuser im Hintergrund. Ruinen, eine Ruinenstadt. Schneebedeckte Gipfel. Da hinten müssen wir irgendwo hin. In die Richtung wollten uns die Quests locken. Da drüben funkelt eine Kuppel am Horizont. Jede Menge weiterer Dinge. Das ist, Leute, das ist die ganze Open World noch, die wir vor uns haben. Das können wir alles noch aufdecken. So viel, dass wir noch finden können. So viele Möglichkeiten, so viele Gefahren, so viele Abenteuer, die wir noch finden können. Mann, Mann, Mann.